So, was machen wir denn heute mal Schönes? Babyboomer? Oh nee, nicht schon wieder. Ich habe ja meine Nägel als Babyboomer gemacht, dann habe ich sie ein paar Mal aufgefüllt. Das reicht jetzt echt. Und manchmal ist es ja auch so, da will man die Nägel einfach komplett wieder runter haben. Aus welchen Gründen jetzt auch immer. Und das machen wir heute. Und los geht's wie immer nach Intro. Als erstes kürze ich immer die Länge. Und ein Tippcutter, wer der den Tipp kürzt, der sollte das ja am Nagel auch schaffen. Aber hier sehen wir schon, kriegt man gar nicht erst durch, weil der so stark getunnelt ist, dass er gar nicht da reingeht. Probieren wir einfach den nächsten aus. Das ging relativ leicht sogar. Ich habe ja hier mit Rehwurf gearbeitet und das lässt sich ja auch ganz leicht feilen und deshalb konnte man das ja auch richtig gut durchschneiden. Das funktioniert natürlich nicht immer bei allen Gelen. Also es gibt auch sehr harte Gele oder einen hohen Aufbau. Dann kann ich das nicht so einfach zack und abschneiden. Dort muss ich anders vorgehen. Ja, und da gehe ich dann einfach mit dem Fräser ran. Ich könnte jetzt natürlich sagen, ich gehe einfach von vorne und fräse das Ganze Stück für Stück ab. Bei einem kurzen Nagel ist das natürlich gar kein Problem, kann man das machen. Da muss ich allerdings darauf achten, dass ich wirklich einen feineren Fräser mitnehme. Also da sollte ich nicht mit dem gröbsten loslegen, weil das ganz gerne dann mal springt, wenn man die Länge kürzt. Da kommt man immer ein bisschen besser, wenn man einen feineren Bit nimmt. Das ist einfach sanfter für die Kundin. Das rattert nicht so unangenehm. Ich habe jetzt einen etwas längeren Nagel und wer meine Videos gesehen hat, wie ich die Nägel modelliert habe, der hat ja auch gesehen, dass ich die von unten alle ausgefräst habe. Also ich habe keine Naturnägel drunter und deshalb fräse ich jetzt in den Nagel hier ringsum eine Kante ein und zwar so lange, bis das ganze Stück abgeht. Und da fangen wir doch einfach mal an. Das geht mit dem Fräser recht gut und recht schnell. Mit dem Tippcutter könnte es immer passieren, dass auch mal was wegspringt, was hier nicht so die Gefahr ist. Also wenn ich ein recht hartes Material habe und mal so richtig das abschneide, kann das wegspringen, kann hier beim Fräser nicht passieren. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht ins Nagelbett komme, also jetzt nicht hier hinten, sondern wirklich am vorderen Rand. Und ich habe es ja auch gleich durch, das Ganze. Und dann kann ich das Ganze abknicken. Und damit habe ich die Länge gekürzt. Und wer keinen Fräser hat, der macht das Ganze natürlich mit der Feile. Geht genauso, dauert halt bloß ein bisschen länger. Wenn die Länge dann stimmt, dann geht es mit der Oberfläche weiter. Und auch hier nehme ich wieder meinen Fräser. Geht einfach schneller. Mit dem Fräser beginne ich am vorderen Ende des Nagels das Material abzutragen. Der Nagel ist ja rausgewachsen und deshalb kann ich jetzt hier als erstes das Material abnehmen und auch man sieht, wie schön das abgeht. Also hier muss ich gar nicht allzu viel machen, sondern ganz im Gegenteil, ich muss hier wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, dass ich nicht zu viel abtrage vom Material. Und gerade das ist oftmals das Problem, dass manche, gerade Neuanfänger oder Leute, die noch so unsicher sind, nicht genau wissen, wo ist denn jetzt der Kunstnagel zu Ende, wo geht der Naturnagel los. Und dann kann es passieren, dass, weil man es nicht besser weiß, 3, 4, 5 Mal über den Naturnagel mitgefräst wird. Und dann wird der Naturnagel natürlich dünn. Und deshalb
lege ich meinen Fräser jetzt weg. Denn das Rehwürfgel, das ist ja nicht nur ganz einfach zu verarbeiten. Also ein Babyboomer macht sich ja super, damit lässt sich super arbeiten, kann eigentlich jeder damit. Sondern das Rehwürfgel ist auch ablösbar. Und das geht eigentlich ganz einfach. Dafür brauche ich handelsübliches Aceton und ein Ablöseschälchen. Dann kommt einfach Aceton in die Schale und die Nägel kommen in die Schale. So, jetzt müsste ich hier so da sitzen und warten. Aber was ich sehr gerne nehme zum Ablösen, sind diese Alu-Fraps. Die haben ja schon in der Mitte so ein, wie eine Zellette drauf. Die tränke ich dann einfach mit dem Aceton und dann kann ich die alle einwickeln. Das mache ich dann bei jedem Finger so. Jetzt wird natürlich der eine oder andere sagen, ach, Aceton, das ist ja wieder schädlich für den Nagel, gefährlich. Ja, das Aceton, es ist doch entfettend. Aber der Nagel regeneriert sich wirklich sehr schnell wieder. Wenn ich allerdings mit dem Fräser 3, 4, 5 Mal über den Nagel, über den Naturnagel gehe, dann ist der Naturnagel weg. Und der regeneriert sich nicht wieder, also der wächst nicht wieder in die Höhe, sondern da muss ich dann wirklich warten, bis der Nagel wieder rausgewachsen ist. So. Sieht ein bisschen lustig aus, wie Edward mit den Scherenhänden in etwa. Das lasse ich jetzt hier so dran, so für 10, 15 Minuten. Zumindest bin ich beweglich, kann aufstehen, irgendwo hingehen. Und deshalb machen wir jetzt einfach mal kurze Pause. So, da bin ich wieder. Alles sind da dran. Blöderweise habe ich vergessen, auf die Uhr zu gucken. Also ich denke mal, das sind jetzt so, ja, 10 Minuten vielleicht. Gucken wir einfach mal, was sich getan hat. Dafür Hütchen abziehen. Da nehme ich immer so einen Pro-Pusher. Und damit kann man dann ganz einfach das gelöste Material runterschieben. Da lassen sich so richtige Schichten abnehmen. Und wenn man dann diese Hütchen drauf hat, dann merkt man auch so richtig, dass da was im Gange ist. Also es wird richtig warm an den Fingern. Da spürt man richtig, dass sich da was tut. So, das lässt sich dann ganz einfach alles abkratzen. Das muss jetzt an jeden Nagel gemacht werden. So, der Großteil oder so gut wie alles ist jetzt runter, so sieht es jetzt aus. Es ist noch ein bisschen rumpelig in der Oberfläche, also so würde ich es nicht unbedingt lassen wollen. Deshalb gehe ich jetzt mit einem Sandblock nochmal drüber. Ich habe jetzt hier einen etwas feineren gewählt, um das Ganze nochmal ein bisschen zu kletten. Es sind ja noch kleine Reste auch vielleicht auf dem Nagel. Der feinere Sandblock, das ist, ich glaube, 270 Grit. Also wesentlich feiner als die normalen, üblichen Sandblöcke. Und in Wuchsrichtung klette ich das Ganze noch mal ein bisschen, dass die Oberfläche wirklich auch schön ordentlich aussieht. Wenn noch Reste drauf sind, lasse ich die auch drauf. Das Rehwürf ist ja flexibel, also es ist dann nicht so, dass es sofort absplittert, sondern es geht einfach mit dem Naturnagel mit und wächst dann
mit nach vorn. Wenn das Schlimmste geglättet ist, dann habe ich noch Polierfeile. Damit versiegle ich nochmal die Oberfläche, also dass auch wirklich schön eben ist, schön glatt, man nicht hängen bleibt und eben eventuell noch vorhandene Reste mitgeklettet werden. Sieht ja gleich viel besser aus, oder? Ich habe alles nochmal mit der Billotonfeile aufpoliert und jetzt runde ich die Ecken noch ein bisschen ab. Das muss man nicht, aber ich finde es mächtig kratzig. Deshalb wird das alles noch ein bisschen stimmiger und runder gemacht. Dann geht's Hände waschen und dann gibt es noch ein bisschen Pflege oben auf und dann war es das schon. So, jetzt fehlt bloß ein bisschen Pflege. Wer Probleme mit Nägeln hat, dem empfehle ich immer das Nagelserum. Das soll bei regelmäßiger Anwendung den Naturnagel, die Naturnagelstruktur verbessern. Ich habe aber ja so feste Naturnägel, obwohl ich gerade erst die Nägel abgelöst habe. Da reicht ein Pflegeöl dicke und da nehme ich mein Liebling, Monoid Tahiti. Das ist so ein bisschen wie Urlaub. Herrlich. Ja, und das wird einfach nur großzügig auf den Nagelrand aufgetragen. Auch einen Klecks ruhig unten drunter geben. Und das Ganze dann schön einmassieren. Wunderbar. Ja, das war's eigentlich schon. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Ich freue mich, dass ihr so lange da geblieben seid. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare, wie immer. Also wenn ihr Fragen habt oder irgendwas ansteht, einfach alles unten in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mal sehen, was wir da Schönes haben. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und sage wie immer bis dahin, tschüssi.